Maike S. arbeitet über einen längeren Zeitraum als Assistenzärztin der Anästhesie, ohne ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben. Was ich besonders erschreckend fand, sie hat sogar Hochrisikooperationen durchgeführt. Im Zusammenhang mit ihrer Behandlung sterben Menschen. Trotzdem fliegt der Betrug lange nicht auf. Erst als sie sich auf eine neue Stelle bewirbt. Wie kann es sein, dass eine Assistenzärztin, die gar keine ist, PatientInnen anästhesiert und selbst nach mehreren Todesfällen unentdeckt bleibt? Meine Kollegin hat Maike S. im Gefängnis getroffen, um mit ihr über ihre Version der Geschichte zu sprechen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man mir das versucht jetzt anzuhängen. Der Fall der Maike S. scheint besonders heikel zu sein, weil er grundsätzlich die Strukturen an Krankenhäusern in Frage stellt. Die entscheidende Frage im Prozess: Hat Maike S. fahrlässig getötet oder vorsätzlich gemordet? Fritzlar. Eine Gemeinde mit ca. 15.000 EinwohnerInnen in der Nähe von Kassel in Hessen. Hier am Hospital zum Heiligen Geist fängt Maike S. 2015 an, mit gefälschter Approbationsurkunde zu arbeiten. Der Krankenhausleitung fällt die Fälschung nicht auf. Das war mit Siegel und Wappen und allem so, wie alle anderen auch aussehen. Natürlich wissen wir mittlerweile, dass gute Farbkopierer viel Gutes machen können. Als Assistenzärztin der Anästhesie leitet Maike S. bei 500 PatientInnen die Narkosen ein und überwacht sie während der OP. Es kommt zu Zwischenfällen. Laut Zeitungsberichten bewirbt sich Maike S. im Oktober 2018 in der Reha-Abteilung der Ostseeklinik Schönberg-Holm. Erst dort fallen der Ärztekammer Schleswig-Holstein Fehler auf ihre Approbationsurkunde auf. Maike S. zeigt sich schließlich selbst an. Sie gibt zu, sie sei gar keine Ärztin, ihre Anstellung habe sie erschlichen. Aber wer ist Maike S. überhaupt? Angeblich will Maike S. Medizin studieren, aber ihr Abiturdurchschnitt reicht dafür nicht aus. Stattdessen studiert sie Biologie und schreibt sich später für Zahnmedizin in Frankfurt ein. Nachdem sie ihr Zahnmedizinstudium abbricht, nimmt sie ihr Biologiestudium wieder auf und erhält 2003 ihr Diplom, Note 1. Anschließend promoviert sie am Pathologischen Institut in Kassel. Die Uni Kassel hat Maike S. den Doktortitel inzwischen wegen Plagiaten in der Dissertation entzogen. Mit einer Kollegin teilt sie sich eine Heilpraktikerpraxis, behandelt PatientInnen. Die damalige Kollegin beschreibt sie als ehrgeizig. Hatte ja dann ihren ersten Doktortitel in Biologie und kurze Zeit später hatte sie dann den zweiten Doktortitel. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, wie das so schnell geht, zumal sie im Vorfeld nie irgendwas erzählt hat, dass sie noch parallel was anderes macht. Zum Bild der ehrgeizigen Frau passt auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit. 2014 tritt sie im Lokalfernsehen auf. Sie sind ja nicht nur Medizinerin, sondern was noch alles? Ich bin Osteopathin, Biologin, Biochemikerin. Ja, was bin ich noch? Ab 2015 arbeitet Maike S. ca. 3 Jahre als angebliche Ärztin am Hospital zum Heiligen Geist in unterschiedlichen Bereichen. Im Oktober 2019 wird Maike S. wegen Mordverdacht festgenommen. Der Prozess beginnt am 27. Januar 2021. Der Vorwurf: 5-facher Mord, mehrfacher Mordversuch, schwere Körperverletzung, Urkundenfälschung, Anstellungserschleichung, Betrug. Das Verfahren steht und fällt mit der Frage, ob die Angeklagte einen Tötungsvorsatz gehabt hat und ob sie mit niedrigen Beweggründen gehandelt hat. Die Verteidigung sagt, dass Maike S. den PatientInnen helfen wollte und dementsprechend gehandelt habe. Den Mordversuch weist sie zurück. Wenn jemand Maßnahmen ergreift, die dazu dienen, das Leben eines Patienten zu verlängern, auch wenn sie im Einzelfall vielleicht fehlschlagen mögen, dann steht das einem Tötungsvorsatz wohl eher entgegen, so jedenfalls unsere Bewertung. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie unterstellt Maike S. niedere Beweggründe sowie eigensüchtige Motive und fordert die Höchststrafe. Dass sie sich als Retterin und Heilerin präsentieren wollte und dass sie diesen äußerst prestigeträchtigen Beruf nicht nur als Ärztin, sondern als Ärztin in einem äußerst risikoträchtigen Bereich, nämlich der Anästhesie, ausüben wollte, um ihr eigenes Geltungsbedürfnis zu befriedigen und sie das über das Wohl der Patienten, die sie faktisch behandelt hat, gestellt hat. Maike S. selbst äußert sich während des Prozesses nicht. Nur am letzten Tag entschuldigt sie sich und sagt aus, dass sie jeden Tag bereue, an dem sie ihre Kompetenzen überschritten habe. Jetzt möchte sie ihre Version der Geschichte erzählen. Nach Absprache mit ihrem Verteidiger und dem Landgericht Kassel beantragt meine Kollegin einen Besuch bei ihr.
In Frankfurt-Preungesheim sitzt Maike S. in Untersuchungshaft. Meine Kollegin fragt sie, wie es dazu gekommen ist, dass sie sich mit gefälschter Approbationsurkunde am Hospital zum Heiligen Geist beworben hat. Es war wirklich alles zusammengebrochen. Also mein Mann hatte mich verlassen. Ich musste umziehen. Mein Vermieter hat mir meine Praxisräume gekündigt. Mein Hund ist gestorben. Es kam einfach alles aufeinander, wirklich alles. Und dann habe ich einen falschen Menschen kennengelernt. Ich verstehe mich heute noch nicht. Ich verstehe mich nicht. Ich habe es nochmal getan. Im Gespräch erzählt Maike S., dass ihr jemand die Approbationsurkunde gefälscht habe. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Zu ihren Angaben gibt es keine weiteren Informationen. Sie können nicht aus anderen Quellen bestätigt werden. Maike S. bewirbt sich selbst am Hospital zum Heiligen Geist und fängt an, dort zu arbeiten. Ihre private und berufliche Lage nimmt sie als Rechtfertigung, um als falsche Ärztin zu arbeiten. Ich frage mich, ob sie selbst nicht merkt, dass sie mit ihrem Handeln das Leben anderer Menschen gefährdet hat. Am 17.05.2017 kommt Karl-Georg Schäfer zu einem Routineeingriff ins Krankenhaus und wird von Maike S. in Vollnarkose versetzt. Zwei Tage später stirbt er an multiplem Organversagen. Er wird 58 Jahre alt. Seine Frau ist in dem Prozess die einzige Nebenklägerin. Sie möchte nicht immer wieder aufs Neue mit dem Tod ihres Mannes konfrontiert werden. Deswegen sprechen wir mit ihrem Anwalt Carsten Drastik. Karl-Georg Schäfer hatte Diabetes. Er war dialysepflichtig, das heißt, er musste regelmäßig zur Blutwäsche. Die Narkose wurde von der falschen Ärztin durchgeführt. Bei der Dosierung der Schlafmittel kam es zu einer Überdosis. Diese führte zu einem Blutdruckabfall, wodurch es zu einer Sauerstoffunterversorgung kam. In so einem Fall muss man eigentlich nach spätestens 5 Minuten Medikamente verabreichen. Ausgebildete Ärzte wissen das. Die falsche Ärztin hat weder Medikamente verabreicht, noch einen Facharzt gerufen. Dadurch sind lebenswichtige Organe abgestorben. Für die Frau von Karl-Georg Schäfer und ihrer Familie, 2 Söhne und 2 Enkelkinder, war die Nachricht ein unerwarteter Schock. Der Ehemann und Vater sei ein offener und unternehmungslustiger Mensch mitten im Leben gewesen. Laut Zeitungsberichten räumen die Verteidiger von Maike S. im Prozess ein, dass sich ihre Mandantin den Arztberuf erschlichen habe, weisen aber die Vorwürfe der vorsätzlichen Tötung zurück. Anhand der Einzelgutachten zeige sich, dass Maike S. Lernfortschritte gemacht habe und sie davon ausgehen konnte, dass ihre Operationen erfolgreich beendet werden könnten und die PatientInnen nicht sterben würden. Der Anwalt der Nebenklägerin, Carsten Drastik, hat das in unserem Gespräch anders beschrieben. Die Gutachten, die hier im Sitzungssaal vorgetragen wurden, hätten klar ergeben, dass Maike S. auch nach vielen Operationen keine Lernkurve bei der Anästhesie gezeigt habe. Meine Kollegin hat Maike S. gefragt, wie sie mit der Verantwortung vom Tod von Karl-Georg Schäfer umgeht. Da habe ich die Narkose überhaupt gar nicht gemacht. Überhaupt nicht. Ich habe das Protokoll geführt, ja. Und zwar auch nur einen kurzen Zeitraum. Und dieser Patient ist nicht an der Narkose verstorben, sondern an dem Fehler des Chirurgen. Im Gespräch sagt Maike S., sie habe die Narkose von Karl-Georg Schäfer nicht durchgeführt. Außerdem liege die Schuld bei anderen. Die Verantwortung sieht sie beim Hospital zum Heiligen Geist. Das Gericht ordnet das anders ein. Im Verfahren habe sich anhand der Gutachten gezeigt, dass die Todesursache von Karl-Georg Schäfer auf die Narkose von Maike S. zurückzuführen sei. Im Prozess betonen die Verteidiger, dass der Chefarzt es zugelassen habe, dass Maike S. ohne die erforderliche Beaufsichtigung gearbeitet habe. In jedem Fall müsste aber ein Chefarzt natürlich in gewissen Abständen auch mal kontrollieren, was seine Assistenzärzte denn so machen. Weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, darf sich die Geschäftsleitung vom Hospital zum Heiligen Geist zu den Vorwürfen zu diesem Zeitpunkt nicht äußern. Nach dem Prozess betont sie der Presse gegenüber, dass die Verantwortung nicht bei der Geschäftsleitung liege. Gegen den zuständigen Chefarzt soll in der Sache auch ein Verfahren eingeleitet worden sein. Ich spreche mit dem hessischen Rundfunkreporter Thomas Hass, der den Prozess begleitet hat. Im Prozess haben Gutachter des Uniklinikums Gießen die Protokolle, die Maike S. selbst angefertigt hat, untersucht. Was ging aus diesen Gutachten hervor? Also die medizinischen Gutachter haben, wie ich finde, ein erschreckendes Bild von Maike S. hier gezeichnet, vor Gericht. Da war von falscher Medikamentengabe die Rede oder von unzureichender Dosierung. Da gab es einen Fall, da hat ein Patient zu wenig von dem Narkosemittel Propofol gespritzt bekommen und zeigte dann Aufwacherscheinungen während der Operation.
Ihr wurde Versagen bei Atemwegs- oder Kreislaufmanagement bescheinigt auch. Sie hat selbst bei kritischen Sauerstoffwerten zu spät oder auch gar nicht reagiert. Also solche Geschichten wurden da deutlich. Und was ich besonders erschreckend fand, sie hat sogar Hochrisikooperationen durchgeführt bei schwerst vorerkrankten Menschen. Das ist, ja, wenn man so will, die Königsdisziplin der Anästhesie. Da sollten junge Assistenzärzte tunlichst die Finger von lassen, hatten die Gutachter gesagt. Aber Maike S. stand im OP und hat das alles gemacht und nicht nur einmal. Wie war dein Eindruck von Maike S. während des Prozesses? Ja, sie hat ja hier direkt hinter mir gesessen auf der Anklagebank. Ich war bei 15 oder 20 Prozesstagen dabei. Insgesamt habe ich aber das Gefühl, dass sie so kein Schuldbewusstsein, also weder gezeigt, gesagt hat, auch nicht entwickelt hat. Ich glaube tatsächlich, dass sie bis heute davon überzeugt ist, eine gute Ärztin zu sein. Warum hat Maike S. das Risiko, PatientInnen zu schaden, auf sich genommen? In einem Gespräch, das Thomas Hass mit einer ehemaligen Kollegin geführt hat, erklärt sie das Verhalten von Maike S. folgendermaßen. Ich möchte es mal ganz offen beantworten. Ich würde sagen, es war eine sehr, sehr große Selbstüberschätzung und eine Verdrängung von Tatsachen. Tatsachen, dass sie einfach kein Studium hat und dass sie sicherlich viele Dinge sich angeeignet hat, das kann man ja. Dass sie das bewusst gemacht hat, würde ich verneinen. Ich glaube, sagen zu können, dass sie irgendwann in ein Fahrwasser geraten ist, wo sie nicht mehr rauskommen konnte. Also der psychologische Gutachter hat Maike S. extreme narzisstische Züge bescheinigt, mit histrionischem Einfluss dabei. Konkret heißt das, dass sie eben einen großen Drang nach Aufmerksamkeit, nach Geltung hatte. Sie wollte immer gesehen und beachtet werden. Und wenn mal Probleme aufgetreten sind, dann nie bei ihr. Also die Ursache für eigenes Fehlverhalten, die lagen immer im Äußeren. Sie hat die Schuld immer bei anderen gesucht. Wenn ihr euch dafür interessiert, warum es gerade unter ÄrztInnen immer wieder HochstaplerInnen gibt und wie Hochstaplerei und narzisstische Persönlichkeitsstörungen zusammenhängen, hört euch doch dazu den Podcast mit unserer Kriminalpsychologin Lydia Benecker an. Wie konnte Maike S. ihre Mitmenschen und Vorgesetzten täuschen? Und warum ist ihr Betrug nicht aufgefallen? Wie haben die KollegInnen die Arbeit von Maike S. dann beschrieben? Es gab durchaus auch viel Verständnis für die Arbeit, die sie da geleistet hat, auf der einen Seite. Und dann gab es aber auch vernichtende Kritik. Also hier haben Zeuginnen und Zeugen haben auch ein vernichtendes Urteil über Maike S. hier vor Gericht gefällt. Bei einem Patienten, der Vergiftungserscheinungen hatte, wusste sie wohl erst einen halben Tag später eine Lösung. Und dann meinte die Fachkrankenschwester auch, dass Maike S. die einfachsten Dinge nicht konnte. Also zum Beispiel eine Braunüle legen, so einen Venenzugang. Dann hat sie gezittert, wirkte unsicher dabei. Oder sie hat Dinge angewiesen, wo die Fachkrankenschwester meinte, ich habe das ganz anders gelernt. Und was redet die Frau ja eigentlich? Obwohl Maike S. offensichtlich Behandlungsfehler gemacht hat und ihre Unsicherheit auch KollegInnen aufgefallen ist, arbeitet sie weiter als Assistenzärztin der Anästhesie am Hospital zum Heiligen Geist. Um die Strukturen dort besser zu verstehen, spreche ich mit Dr. Hans-Bert Ziegler. Er ist Anwalt für PatientInnenrecht und hat bereits mehrfach PatientInnen vertreten, die im Hospital zum Heiligen Geist behandelt wurden. Sie haben ja auch PatientInnen vom Hospital zum Heiligen Geist vertreten. Wie ist Ihr Eindruck speziell von diesem Hospital? Kleineres Krankenhaus und keine Maximalversorgung. Und da ist natürlich die Personalsituation immer etwas kritisch, insbesondere wenn es am Wochenende passiert. Wie können Sie sich erklären, dass Maike S. über so einen langen Zeitraum nicht aufgeflogen ist? Tja, wenn Personalnot besteht, dann greift man natürlich auf alle Leute zu, die man kriegen kann und ob da alle Zeugnisse immer kontrolliert werden. Und da ist natürlich einem solchen Fall Tür und Tor geöffnet und Kopien kann man gestalten, wie man will. Maike S. ist kein Einzelfall. Immer wieder arbeiten Leute in Deutschland als angebliche ÄrztInnen. Laut einer Recherche von Welt am Sonntag von März 2021 fliegen jährlich ca. 20 von ihnen als HochstaplerInnen auf. Ich frage mich, wie ÄrztInnen vor Beginn ihrer Tätigkeit auf die Echtheit ihrer Ausbildung überprüft werden könnten.
In dem Zusammenhang fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz ein Zentralregister für Approbation bei der Bundesärztekammer. Der Bundesgesundheitsminister ist aufgefordert, auf die deutsche Ärzteschaft zuzugehen, um die Kleinstaaterei in dieser Frage zu beenden. Bei den ganzen unterschiedlichen Zuständigkeits- und Verantwortungsbereichen kann ich mir vorstellen, dass nicht jede Zulassungsurkunde aufs Genaueste untersucht wird. Ist es nicht Sache der Politik, ein einheitliches System zu schaffen, in das falsche ÄrztInnen gar nicht erst gelangen? Am 25. Mai 2022 kommt es zum Urteil. Darin wird Maike S. des dreifachen Mordes, des versuchten Mordes in 10 Fällen, der dreimaligen gefährlichen Körperverletzung und des Missbrauchs von Titeln in 4 Fällen schuldig gesprochen. Sie wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, mit besonderer Schwere der Schuld. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat dagegen Revision eingelegt. Ob der Revision stattgegeben wird, wird der Bundesgerichtshof entscheiden. Ob Maike S. fahrlässig getötet oder vorsätzlich gemordet hat, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht final geklärt. Wir werden euch in den Kommentaren unter diesem Video auf dem Laufenden halten. Maike S. sitzt währenddessen in Untersuchungshaft in Frankfurt. Die letzten Wochen, in denen ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich oder eine mir nahestehende Person von jemandem behandelt wird, der gar kein Arzt oder keine Ärztin ist, kriege ich richtig Bauchschmerzen. Mein Vertrauen in das medizinische System hat auf jeden Fall Risse bekommen. Klar, ich habe auch schon mal meinen Schülerausweis gefälscht früher oder mich mit einem fremden Ausweis in die Disco geschmuggelt. Aber die Zulassung zur Ärztin zu fälschen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Immerhin bewegt man sich da in einem Berufsfeld, wo Fehler Menschenleben kosten können. Müsste das nicht stärker von Seiten der Politik kontrolliert werden? Und wie könnte man die Strukturen innerhalb Krankenhäuser verbessern, damit es gar nicht erst zu so etwas kommen kann? Wie denkt ihr darüber? Und hattet ihr schon mal mit Menschen zu tun, die sich als jemand anderes ausgegeben haben? Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Hier geht es zu unserem letzten Video von der Fall. Darin geht es um 2 Polizistinnen, die bei einer Schießerei fliehen und ihren Kollegen nicht zu Hilfe eilen und sich deshalb später vor Gericht dafür verantworten müssen. Hier geht es zu einem Video von Steuerung F. Unsere KollegInnen haben sich die Zustände in Krankenhäusern angeschaut und wieso so viele Pflegekräfte ihren Job nicht mehr machen möchten.